Platz frei, dann müssen sie auch kommen, oder? Das erhalten schon. Veranstaltung oder was ist das? Nein, das ist eine Kunstaktion, keine Veranstaltung. Eine Kunstaktion? Richtig. Ich bin okay, eine Einzelperson. Okay. Keine Veranstaltung. Gut. Angemeldet ist sie nicht, ne? Natürlich nicht. Auf dem Gehweg. ACAB. Ja, genau. ACAB. All Cops are Beautiful ist meine Meinung, dazu stehe ich. Dafür stehe ich hier. Okay. Gut. Wie lange dauert diese Veranstaltung? Ich weiß ja nicht, wenn er jetzt herbeitelefoniert. Ich bin Rechtsanwalt, das ist ja vielleicht ganz gut. Es geht hier um einen Prozess gegen einen, der mit ACAB unterschrieben hat, ein Festnahmeprotokoll. Und jetzt ein Verfahren hat wegen Beleidigung. Genau. Also alle finden bisher meine Interpretation des Spruches gerechtfertigt. Er hat gar nichts anderes. Er hat nur seine Dienststelle in Kenntnis gesetzt, dass ihr das hier macht. Wenn das Versammlungscharakter annimmt, sieht die Sache natürlich anders aus. Auf so Versammlung wäre erst ab so drei Personen oder so. Und was steht bei Ihnen drauf? Alternatives Camping auf Bäumen. Der ist gut. Was ist denn daran witzig? Das ist doch eine Persiflage. Sie wissen doch genau, das haben wir doch gerade eben erklärt gekriegt, dass es All Cops Are Beautiful heißt. Alternatives Camping auf Bäumen. Das ist ja wirklich Camping? Ja, das ist auch schön. Auf die Bäume gehen wir oder. Das wär's doch, ne? Was denn? Auf die Bäume gehen? Vielleicht sind da drin ja auch Bäume, die man besetzen kann. Ja, das, und zwar, er wollte vorher Anträge stellen und da hat sie ihm keine Chance gegeben. Hat gesagt, sie sind ja still, Sie hören zu, jetzt redet der Staatsanwalt. Sie hat dann sie hat ihm keine Chance gegeben, dazu einen Antrag zu stellen. Er wollte einen Antrag stellen, hat es überwunden und dann hat der Staatsanwalt die Anklage bzw. die Strafbefehl vorgelegt. Er ist als erstes zur Verteidigerbank natürlich. Dann hat sie ihm sofort gesagt, ihr Platz ist da. Ich sage, Moment, aber ich brauche doch hier zum Schreiben. Dann ihr Platz ist da. Ja. Sie hat ihn bedroht und hat gesagt, ihr Platz ist da. Sie müssen da sofort hingehen, sonst können wir Ordnungsmaßnahmen ergreifen. Anhaltsantrag? Na, ist er jetzt dabei. Ja, das ist klar. Das ist ja völlig klar. Nein, du kannst gegenüber dem Staatsanwalt gar keinen Befangenheitsantrag stellen. Dem Richter gegenüber, der entscheidet selbst. Ich würde das Verfahren gar nicht wollen. Ja, eben. Dann schieben wir das gerne auf andere. Wie hast du das gemeint, ACAB? ACAB? ACAB ist für mich All Colors Are Beautiful. Ich es nicht akzeptieren kann, dass Menschen andere Leute aufgrund ihrer Hautfarbe diskriminieren. Oha! Occupy scheint hier Verstärkung angefordert zu haben. Was ist das denn hier? Wir fordern eher die Deutungshoheit. Deutungshoheit für ACAB. Es gibt viele Möglichkeiten, ACAB zu deuten. Wer das negativ deutet, deutet damit auf sich hin. Auf sich selbst, nicht auf andere. Immer wenn man den Mund aufmacht und eine Meinung hat. Kommst du irgendwie schwer durch, oder? Also, wie ich das hier so sehe, ist hier schon ein bisschen dicht gemacht worden. Also irgendwo ist Schluss. Auch für die Meinungsfreiheit ist irgendwo das Ende erreicht. Und zwar da, wo die Meinung der anderen anfängt. Oh, cops are beautiful. Because they got design uniform. Design uniform in Hamburg. They are so beautiful. Was steht denn auf der anderen Seite von dem Schild eigentlich? Mind. That's occupy. Occupy the mind. The meaning of ACAB. I occupy for myself as all cops are beautiful. Ist das denn so einfach möglich? Darf man das denn? Also wo kommen wir da hin, wenn jeder seine eigene Meinung hat und die auch noch sagt? Das wird sehr individuell. Wahrscheinlich zerfällt die Welt in einzelne Atome. Und dem kann man begegnen durch Fusion. Fusion mit anderen. Dann kommen Kinder und die Kinder, die sind dann gemäßigter als die Eltern. Gemäßigter? Gemäßigter. Aber vielleicht werden die Kinder noch schlimmer als die Eltern. Also wenn ich mir die Eltern so angucke hier mit ihren Masken und so. Dann kann man wieder sagen, all kids are bastards. He looks really beautiful, ne? Yes, I think so. Do you allow one question? Gestattet bitte? Eine Frage?
Nein, geh doch einfach ein Stückchen weiter. Warum? Aber ich hatte eine Frage an Sie. Warum werden keine Fragen beantwortet? Ihre Uniform als angenehm empfinden, als schön. Ja. Eine Wand des Schweigens. Es ist aber auch so, man soll sich immer erst vor dem Richter äußern und nicht bereits auf der Straße oder bei der Polizei. Also immer erst vor Gericht äußern. Und hier sind wir vor Gericht, dass hier trotzdem geschwiegen wird. Man ist zwar vor Gericht, aber nicht vor dem Richter oder vor der Richterin. Also es gibt noch einen Unterschied zwischen Gericht und Gericht. Aber hier sind wir, glaube ich, bei... Bei deiner eigenen Utopie, ja. An welche Utopie glaubst du eigentlich, sag mal? Meine Utopie ist, das Paradies ist nebenan. Also wenn ich jetzt nebenan gucke, dann... Ja, nebenan ist überall nebenan. Das ist überall? Überall nebenan. Es bedarf nur einer kleinen Korrektur des Blickwinkels. Probieren das mal. Wir probieren mal. Den Blickwinkel zu korrigieren, ja. Ah ja. Is beauty in your mind? Die Herrschaften, die ich vorhin ansprach, die Uniformierten, haben jetzt eine Meinung. Außerhalb der Hörweite werden Meinungen gebildet, die werden aber leider nicht geteilt. Wir würden uns ja so freuen über ein Miteinander. Vielleicht ist das Problem, dass man zwar Meinungen hat, aber die einfach nicht mehr miteinander teilt. Richtig, kann das... weil man hat natürlich gewisse Ängste. Entschuldigung, jetzt haben wir Sie übersehen. Ja, du musst erst fragen, haben Sie eine ganz kurze Meinung? Irgendwie wirkt das heute alles sehr meinungslos. Ja, die Menschen sind in sich gekehrt. Das ist die Weihnachtszeit. Also im Januar wird das wieder besser, oder? Natürlich. Ach so. Naturgemäß im Frühling kommt ja jeder aus sich raus. Also wenn Revolution, dann besser im Frühling so. Zum Beispiel. Jetzt der Prozess wird vermutlich jetzt verschleppt werden bis in den Frühling hinein. Ja. Also jetzt erstmal so ein bisschen ein paar Kalorien anfressen über Weihnachten, damit man dann auch im Frühling richtig loslegen kann, oder wie läuft das? Ja, eine Sekunde, jetzt habe ich hier... würden Sie etwas deuten? Bescheuerterweise würden Sie mir etwas ausdeuten? Es gibt die Meinung, all cops are beautiful. Yeah. Alle Generalisierungen sind falsch. Genau. Vielen Dank. Man bildet sich eine Meinung. Ja, man... Bildung, dann Meinung. Manchmal ist es andersrum. ACAB und die Meinung dazu ist, all cops are beautiful. 80 Jahre. Seid ihr von Amnus oder so? Nun ja. Oder nein? Das weiß ich, die Maske erinnert mich so daran. Bitte an was? Anonymous oder wie das Ding heißt. Wie soll ich so eine Frage beantworten? Weiß ich doch nicht. Also indifferent, oder? Das ist also großartig. Was macht ihr da überhaupt? Ob diese Parole legitim ist, all cops are beautiful? Ja. Ich meine das doch mal Deutung. Das ist doch mal gegenüber diesen Schergen mal was Positives. Sie wollen böse sein. Aber ich meine jetzt, ich darf mich das mal vorhalten. All cops are beautiful, habe ich sogar... Wie bitte? Das ist ja unerträglich. Das ist ja damit ein kleines Exempel. Natürlich. Hier, damit keiner mehr kritisch sein. Wir wollen es nicht relativieren, wir wollen Relativität, das heißt Differenzierung. Differenzierung ist das Gegenteil von Relativismus. Das wird ja bei diesem Land, findet das ja nicht statt, schon allein, kann ja gar nicht durch politische Korrektheit, findet ja keine Differenzierung statt. Das ist ja Meinungsdiktatur, nichts anderes. Aber unbeabsichtigt, oder? Sehen Sie eine Verschwörung dahinter? Nein. Meiner Meinung nach ist das schon beabsichtigt, diese politische Korrektheit, weil einfach dadurch unliebsame Töne oder Meinungen einfach mundtot gemacht werden können. Philosophen Beuys kennen, der ja ganz klar gesagt hat, dass es geht nicht mehr darum, die Meinung des anderen damit zu unterjochen, sondern sie abgrundtief einfach zu hassen. Also damit wird die Meinung des anderen gehasst und auch somit auch nicht mehr aussprechbar ist sie. Und nicht mehr salonfähig, würde ich mal sagen. Und das ist einfach Meinungsdiktaturkontrolle. Hut ab. Wenn man normal oder vernünftig denkender Mensch ist, der so eins und eins zusammenzählt, ich meine, dann kommt man doch wohl sehr schnell darauf, dass hier irgendwas in unserer Gesellschaft grundlegend nicht stimmen kann, oder? Wie bitte? Das ist ja unerhört. Ich würde noch krassere Aussagen machen. Echt, aber, ja? Aber dann kriege ich wahrscheinlich wegen Paragraph 130. Nein, nein. Dann bin ich dran und wegen anderer Paragraphen. Man muss ja vorsichtig sein, was man in diesem Land sagt. Natürlich, ja. Diese Occupy Wall Street Bewegung irgendwie. Das weiß man nicht so. Weil das ist ja eine inszenierte Nummer gewesen. Das sieht vielleicht auch. Ach so! Hallo, warum werden hier überhaupt Bilder gemacht? Ich bin für die Bild-Zeitung unterwegs, aber nicht wegen ihm, sondern wegen des anderen. Ich sage ihn nur. Kommt ja mal kurz hierher, doch. Aber wissen Sie denn überhaupt, um was es geht? Also wenn Sie jetzt Aufnahmen von ihm machen, dann werde ich gleich einem Kollegen Bescheid sagen, der den Text macht. Ja gut. Ich muss gleich nach oben. Worum geht es überhaupt? Genau. Okay. Es geht um die Uniformen, die neuen Uniformen natürlich. Ah, die von Herrn Colani, ne? Das war eine lustige Präsentation damals. Ja, hör mal, Bild-Zeitung ist informiert, du. Okay. In meinem Fall.
Was? Occupy. Occupy, dachte ich mir von der Maske her, ja klar. Wie die verteilen die da drin? Nein, es war ein Scherz. Nein, ach so. Ja, wir haben von tolle Sachen vor Gericht erlebt mit Masken. Das war das ganz schick. Ich bin der Amtsschimmel. Mehl! Und scharre mit den Hufen. Jetzt junge Menschen, ja. Da sollte man davon ausgehen, die haben diese Abkürzung noch nie selbst interpretiert, ja. Sondern den allgemeinen. Dürfen wir euch das fragen? Ja. Ganz assoziativ, was fällt euch hierzu ein? Weder Occupy, das ist natürlich ein Anglizismus, kennt keiner, aber ACAB, was kann das sein? Kann das Deutsch sein, Englisch sein, Französisch? Was kann das bedeuten? Soll ich dir das jetzt vorlesen? Nein, eine eigene Meinung bitte. Ist das noch möglich, eine eigene Meinung, wenn die schon vorgeprägt ist? Kann man dann noch eine eigene Meinung entwickeln? Ich möchte mich dazu nicht äußern. Das ist vernünftig. Ja. Wir haben so eine Abkürzung. Und jetzt geht es darum, die Meinung, also die Deutung der Abkürzung zu okkupieren. Eine eigene Deutung zu machen. Als ob ihr das nicht gelesen habt. Was könnte ACAB heißen? All Cops are Bastards. Ja, das ist hier im Ruhrgebiet, wo das so da ganz oft ACAB an den Wänden steht. Von wegen türkischer Name. Hier, da stand dann in der Zeitung, dass das ein türkischer Name sei, obwohl das gar nicht so ist, sondern halt ist die Abkürzung für ja, ne? Also ich verstehe es auch als türkischen Namen, ich kenne es ja nie durch den Grund, diese Asap. Und, also du weißt es auch aus dem Ruhrgebiet. Im Ruhrgebiet ist bekannt, türkischer Name. Wir wollen uns mal ins Gesicht sehen, das ist viel besser, das ist viel ja, es gibt diese. Hier ein Prozess gerade um eine Abkürzung. Darf ich das aufnehmen vom Ton? Nimmt ihr auf, ist mir egal. Gut, ich veröffentliche das auch dann. Wurde sowieso hier gefilmt. Diese Abkürzung ACAB, gibt es eine Deutung oder eine Idee dazu, dass es alles möglich heißen kann? Die Türken behaupten, das wäre ein Name. Meinungsfreiheit besteht, das ist nun mal so. Aber All Cops are Bastard, das wäre jetzt. Wenn man das wirklich so ausspricht, dann ist es beleidigend, weil man auch Mischehen noch als beleidigend findet, oder? So eine Sticker gibt es ja mit ACAB und das ist ganz eindeutig gemeint, All Cops are Bastards, das ist international. So. Da legt man sich so fest als Betroffener, oder? Ja, nicht nur als Betroffener, auch als derjenige, der diesen Sticker verwendet, weil er weiß, was es bedeutet. Aber davon ist auszugehen und wenn man sagt, ja, All Cops are Beautiful, dann müsste man das Beautiful vielleicht ausschreiben. Wir haben es ausgeschrieben hier mal. Jetzt haben, ja, ich weiß. Deshalb denke ich mir, jeder hat seine Deutungsfreiheit sozusagen. Ja, aber dann sollte man das All Cops are Beautiful, Beautiful noch dazu fügen. Ist eine Beleidigung, geht die von dem Beleidiger aus oder gehört man auch selbst dazu, muss man auch selbst sich beleidigen lassen? Also ich muss mich nicht beleidigen lassen. Nee. Und muss kein Mensch. Nee. Ja, und wenn ich jetzt sage, du bist in meinen Augen ja kein Mensch, dann würde ich das schon sagen, ist eine Beleidigung. Wenn man dann als Betroffener dasteht und sagt, Moment, ich bin doch Mensch, was will der eigentlich von mir? Dann hat man schon ein schlechtes Gefühl. Das wäre schon die Beleidigung, okay? Ja, vielen Dank. Ja, also so sehe ich das. So würde ich es auch auslegen. Okay. Vielen Dank. Na, dann noch. Vielen Dank für die Meinung. Dankeschön. Auch von der Konkurrenz. Gibt es ab und zu mal günstige Konditionen? Ja, das ist aber neu, oder? Ja, das ist neu. Das ist neu. Das haben wir heute zum ersten Mal erlebt. Und man sieht, das Blatt wendet sich. Und zwar nicht nur in zwei Richtungen, sondern es ist auch die Mitte noch zu beachten. Ja, die Mitte. Sollte man grundsätzlich. Das ist die Mitte, die haben wir gar nicht gesehen. Die ist grün. Das ist beruhigend, oder? Nein. Ich fühle mich übrigens repräsentiert von dieser Uniform. Weil repressiert oder repräsentiert? Je nachdem, wie sie auf mich zukommen. Also der Herr Eben, der wirkte ja ganz aufgeschlossen. Unbedingt. Der trug ja auch sein Namensschild. Deshalb habe ich es auch vermieden, mich zu anonymisieren. Alles nur eine Frage der Ansicht. Aha. Und wenn man die ändert, dann ändert sich natürlich auch die Welt. Aber gibt es denn keine feststehenden Wahrheiten? Also ist wirklich alles leider nur... Nein, man kann nirgendwo einen Hebel ansetzen im Universum. Oh. Ach doch, im Herzen. Herzlichkeit löst natürlich alles auf, löst natürlich auch Justizprozesse auf. Also wenn man sich plötzlich in die Arme fällt, schon ist alles ad acta. Aber macht man sich da nicht so einfach? Ich meine, wir haben es doch mit der knallharten Realität zu tun. Also wir können jetzt nicht einfach hier draußen so tun im Nieselregen, als wäre das alles Friede vor Eierkuchen. Das ist ein bisschen billig jetzt. Ja, es geht ja in der Hauptsache um Wachstum gegen irgendwas. Man will, gegen was wächst man an? Gegen die Bedrohung. Die kommt übrigens von außen oder auch von innen. Ich dachte, die Bedrohung kommt immer vom Feind. Ja, der ist man entweder selbst oder die anderen. Meistens natürlich die anderen, weil es einfacher ist. Die Farce geht weiter, der Staatsanwalt führt den Prozess.
Die Richterin fügt sich dem, verweigert den anderen weiterhin Anträge zu stellen. Seit wann führen denn Staatsanwälte in Deutschland Prozesse? Ja, seit heute. Ach so, seit heute? Das ist ja ein historischer Tag. Wahrscheinlich nicht seit heute, aber heute auf jeden Fall. Ja, die Richterin fragt den Staatsanwalt um Meinung, beziehungsweise der Staatsanwalt holt die Zeugen rein. Er führt im Prinzip den Prozess. Christian! Ich kann das gar nicht kommentieren. Ey. Warum? Fehlen dir die Worte, oder? Ich habe so viele Anträge noch, die wichtig sind, um meine Verteidigungsfähigkeit aufzubauen. Und sie fängt einfach ohne die überhaupt zu würdigen oder überhaupt, dass ich die anzuhören. Stellen ja, anzuhören. Sie anzuhören. Den Angeklagten ja auch nur einfach ab. Und fängt einfach mit der Zeugenbefragung an. Ich habe heute zum ersten Mal Auszüge, noch nicht mal vollständig Sakteneinsicht bekommen, also Auszüge erhalten. Konnte noch gar keine Beweisanträge formulieren, geschweige denn die Befragung der Zeugen vorbereiten. Und zumal um drei fehlt mir noch ein Schreibtisch. Also ich sitze da auf einer Bank wie ein kleiner Schuljunge ohne Tisch und muss irgendwie an meinen Ordner versuchen, Sachen mitzuschreiben, zu formulieren und das Gesagte zu reflektieren. Das ist einfach gerade also sehr, sehr unwürdige Bedingungen und das geht einfach so nicht. Und willst du nicht einfach aufgeben und 300 Euro zahlen oder 30 Tage einfach ein bisschen arbeiten? Also ganz ehrlich, nein. Also ohne Scheiß. Also damit kriegen sie mich nicht klein. Ich werde auf jeden Fall weiterkämpfen. Alternatives Camping oder auf was? Auf Bäumen. Ich kann diese voreingenommene Interpretation der Staatsanwaltschaft von ACAB einfach überhaupt nicht nachvollziehen. Und, wieso? Das ist doch eine internationale Formel. Das hat uns eben ein Polizeimitarbeiter wieder bestätigt. Also, okay, gut zu wissen. Wie kannst du denn da einfach sagen, das ist nicht deine Meinung, oder? Ich habe nie die Absicht gehabt, die Beamte zu beleidigen. Das wirft sie uns vor und sie fühlt sich auch gerade durch die nette Occupy-Demonstration vor dem Gerichtsgebäude beleidigt, weil sie sich durch die Demonstranten draußen vom Gebäude beleidigt fühlte. Sie kritisierte auch die Vermummung. Wenn sie sich jetzt auch nochmal durch dieses Theaterstück, was ja eindeutig irgendwie ein Theaterstück war. Also wir glauben auch, das war nicht so ganz ernst gemeint. Gibt es noch eine Utopie von Christian? Also mir fällt ja gar nichts mehr zu halten. Das ist echt, das ist so großartig, was er macht.